Willkommen zu einem neuen Video und das ist Teil 2 meines Pferdezimmer-Upgrades und ich stehe hier auch noch im absoluten Chaos. In diesem Video werde ich nämlich alles einräumen und euch dann zeigen, wie meine Sachen jetzt untergebracht sind und sicherlich auch zu dem einen oder anderen Teil etwas erzählen. Wenn ihr das erste Video noch nicht gesehen habt, dann könnt ihr gerne einmal unten gucken. In meiner Infobox habe ich euch das verlinkt, dann schaut das doch gerne zuerst. Und ja, ich bin mal gespannt, was am Ende noch über ist, ob ich hier mit meinem neuen System besser zurechtkomme und würde sagen, ich schnack jetzt gar nicht lange weiter und wünsche euch ganz viel Spaß mit diesem Video. Ich blende euch jetzt, bevor es hier mit dem heutigen Stand weitergeht, einmal ein paar Aufnahmen ein, die wir letzte Woche schon aufgenommen haben, wo die Regale zusammengebaut wurden und das Ganze gestrichen wurde. Und dann kann ich schon mal in der Zeit anfangen, hier so ein bisschen aufzuräumen. Das ist ja wirklich nicht so die allerbeste Lösung hier mit dem alten Sofa und dem Stapel, wenn ich da unten ran möchte, wo ich immer alles auseinanderreiße. Das hat mein Bruder vor ein paar Tagen gesehen und meinte, warum ich denn hier keine Regale drin hätte. Ja, das hat dann keine 3 Tage gedauert. Das Regal ist jetzt fertig, wird gleich eingebaut. Wir müssen hier nur erstmal Platz schaffen und dann gibt es in diesem Video ja ein Upgrade von meinem Pferdezimmer für euch. Es ist wirklich ein bisschen hier was zusammengekommen wieder. Deswegen gibt es auch noch ein zweites Video, das werde ich dann demnächst natürlich hier hochladen, wo ich den ganzen Kram auch aussortiere. Oder ich habe es schon hochgeladen, dann habe ich euch jetzt Infos in die Infobox gepackt. Kleiner Zwischenstand. Sieht jetzt voll gut aus hier. Mir war gar nicht bewusst, wie schön die Wand eigentlich ist. Ich habe tatsächlich so viel weiße Farbe gekauft, dass ich erst noch überlegt habe, ob ich diese Ecke weiß streiche. Aber das Holz ist eigentlich hell genug. Das Regal wird dann weiß und vielleicht finden wir noch irgendwas, was wir anstreichen. Aber grundsätzlich bleibt das jetzt erstmal so. Und ich muss mal gucken. Genau weiß ich gar nicht. Es ist schon lang, das Brett. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie Jesko die Maße hier genommen hat. Aber wird schon. Jetzt müssen wir gleich nur noch das alte Sofa auseinandertüdeln und runterschleppen. Und dann geht's los. Mit dem Aufbau. Calm down before you stress up the groove. The energy a little different when the blessings are cruel. Hey, who you talking to? Just know I ain't no regular fool. Could be anything in the world, but I can never be you. Because I stand tall like I'm on my tiptoes. Baby, you think a little too small. I got big goals, baby. Hey, where the money? Yeah, look, I just need the info. Pronto, I go and get it and split it with my kinfolk daily. And I'm the type of I change my number on ya. Yeah, that's how you react when people took a slumber on ya. Pretty brown skin, baby, I can see the summer on ya. You see all the bread and I know it make you wonder, don't ya, don't ya, don't ya. Ooh, I ain't surprised at all. Seen them rise and fall. Went up the mountain, it wasn't hard to climb at all. At the top, I found some relief. I finally got some peace. Carry on, but please don't mess up the mood. Yeah, I worked too hard for it. Der Boden ist jetzt hier schon relativ frei. Hier habe ich jetzt Schabracken. Das sind alles Iconic-Schabracken. Zum Teil auch welche, die noch ganz neu sind, damit die auch für Shootings genutzt werden können. Die werde ich dann so im Training nicht benutzen. Das ist der Haufen mit Turnierschabracken, die ich einfach, oder mit guten Trainingsschabracken für Lehrgänge und Co. Hier sind meine Spooks-Turnierschabracken, die dunkelblauen, eine ist noch in der Wäsche. Und da unten ist so ein Sammelsurium, da kommen auch noch Trainingsschabracken hin, dann noch weiße Dressurturnierschabracken, sowas alles. Hier werde ich dann Walking-Decken und Co. vermutlich hinpacken und hier dann so gut es geht die Stalldecken unterbringen.
Ich muss mal gucken. Ich weiß noch nicht, ob ich das dann wirklich mache, wegen dem Fenster auch. Kann sein, dass, also die möchte ich eigentlich noch runter haben, die alte Heizung. Ich kann natürlich die Heizung auch nicht voll verbauen, aber dass man vielleicht noch ein Regal, obwohl da kann ich auch einfach dann diese Kisten nehmen. Also ich schaue mal, wie viel hier am Ende dann auch überhaupt reinpasst. Ich habe noch keine richtige Vorstellung davon, ehrlich gesagt. Ist natürlich jetzt auch einiges noch in der Wäsche und dadurch auch schwer zu sagen. Deswegen werde ich das vielleicht noch mal in ein paar Wochen und Monate, je nachdem, wie schnell wir von den ganzen Decken los sind und ich sie alle einräumen konnte, dann noch mal ein Update sonst machen. Ihr habt es ja im Zeitraffer schon gesehen, hier ist noch ein bisschen was passiert. Die Trensenhaken wurden aufgehangen, das Regal und noch so ein bisschen, ja, weitere Dinge. Jetzt ist hier aber wieder Chaos entstanden und ein paar Kisten habe ich mir nämlich auch noch geholt. Also ist jetzt alles da. Ich werde morgen nochmal eben die letzten Sachen da oben anschrauben. Das mache ich jetzt heute Abend nicht mehr. Und dann kann ich hier alles fertigstellen und werde jetzt hier erstmal diesen Raum aufräumen. Und ich weiß noch nicht, was ich mit diesen ganzen Deckentaschen machen soll. Unterm Tisch ist nämlich auch alles voll. Ich glaube, ich werde die versuchen, alle in eine so eine große Kiste zu stopfen, weil irgendwie will ich die auch nicht wegschmeißen. Weil eigentlich habe ich die immer in den Tüten gelagert, aber jetzt hier sieht es halt einfach schöner aus, wenn man die so lagert. Ich bewahre sie erstmal auf. Ich stehe in meinem fertigen Pferdezimmer in den ganzen Zeitraffern und ich habe euch ja so ein bisschen mitgenommen, konntet ihr schon erahnen, in welche Richtung das Ganze gehen wird. Aber glaubt mir, jetzt im fertigen Zustand, das nochmal zu sehen, ich konnte selber nicht glauben. Es sieht aus, als würde ich hier mein eigenes Reitsportfachgeschäft haben. Das sind natürlich, wie gesagt, Kooperationsprodukte, Produkte, die eben für Shootings bei mir bleiben und was sich auch über viele, viele Jahre Reiterei angesammelt hat. Und ich bin einfach so happy. Das ist ja auch etwas, was mich an meinem Job so reizt und fasziniert, dass ich einfach nicht Reiter oder so sein muss und trotzdem mit Pferden zusammenarbeiten kann. Und von daher habe ich auch dementsprechend viel Equipment. Und ich nehme euch jetzt einmal mit, zeige euch, was sich so getan hat und wo ich ja vielleicht auch ein paar Sachen neu habe. Und würde sagen, let's go, ich drehe die Kamera. Nee, ich drehe die Kamera gar nicht. Ich gebe die Kamera weiter und kann euch dann einmal so richtig schön mit hier durchnehmen. Ein riesen Chaosberg waren immer meine ganzen Lederteile. Wir haben die ja erstmal überhaupt alle wieder zusammengesetzt, die ganzen Trensen. Das waren nur noch Einzelteile. Und dann wusste ich halt immer nicht, wo ich die lagern soll. Die hingen über Stuhllehnen und sowas, über Türkanten. Aber ich habe keinen Überblick gehabt. Und jetzt habe ich hier 15 Haken, wo ich alles, was ich regelmäßig brauche und so, beziehungsweise Trensen, die ich einfach für die Ewigkeit erstmal aufbewahre. Man weiß nie, was kommt. Alles im Überblick. Hier zum Beispiel nur diese Reihe sind komplett Shooting-Trensen. Also die werden nur rausgeholt, wenn wir ein Shooting haben, damit dann immer die Trensen auch wirklich, ja, Originalzustand und gut aussehen, wenn ich für Iconic zum Beispiel shoote. Und von daher, hier unten sind noch ein paar Halfter, zwei Trensen, die ich gerade nicht im Gebrauch habe. Ja, da würde ich sagen, gehen wir auch schon weiter. Ich habe so lange überlegt, wo ich diese Deckenleiter hinpacke und ich wollte die unbedingt aufhängen und ich habe hier mit den Schrägen ja so wenig Wände und dann habe ich einfach die Tür genommen und jetzt sieht es noch mehr nach Reitsportfachgeschäft aus, weil so hängt es nämlich im Reitsportladen und hier habe ich einfach meine Auswahl an Equestrian Stockholm Schabracken, weil die einfach so edel aussehen. Aber ich werde wahrscheinlich noch eine von den roten austauschen gegen meine schöne Pistazie. Die ist aber gerade in der Waschmaschine. Und hier auf der
alten Küchenzeile habe ich meine Pads gestapelt. Die lagen da vorher auch schon und die liegen hier sehr gut. Ich habe auch hier einfach noch eine Wäsche, also meine Wäschestangen sind geblieben vor der Küche einfach. So kann ich hier immer noch nach wie vor alles unterbringen, was ich vorher auch untergebracht habe. Nur mit wesentlich mehr Überblick. Einiges getan. Ich kann euch dieses Regal aber nur so halbwegs empfehlen, weil das Zusammenbauen war eine Vollkatastrophe. Es ist jetzt, glaube ich, auch falsch rum und nicht so, wie es soll, aber es hält fast. Also die fallen nicht durch. Und von daher, trotzdem fand ich die Idee ganz cool, meine Pflegeprodukte vernünftig einzusortieren. Und dafür waren die Maße perfekt. Ich konnte das hier schön hinstellen. Ich finde, das sieht einfach super ordentlich aus. Und dann habe ich natürlich die größte Veränderung, würde ich sagen, sind hier meine neuen Regale, die mein Bruder mir gebaut hat. Und diese ganze Aufräumaktion begann eigentlich auch so, dass meine Freundin gesagt hat, ja, wir können ja mal zusammen ausmisten. Dann habe ich mit meinem Bruder Sperrmüll runtergetragen von hier oben. Und dann meinte er so, ja, ich kann doch hier Regale reinbauen, weil meine ganzen Schabracken ja noch auf dem Sofa lagen. Und dann hat sich das Ganze zu dieser großen Aktion irgendwie so hinentwickelt. Das war eigentlich gar nicht ursprünglich geplant. Hier habe ich einmal meines Buchs-Turnierschabracken, weitere Turnierschabracken, Iconic-Schabracken, hauptsächlich eben auch noch Shooting-Schabracken bei, weitere eher schlichte Schabracken und auch noch weiße Dressur-Turnierschabracken. Super praktisch sind halt eben diese ganzen Kisten, die ich jetzt hier drunter habe, wo ich Sachen aufbewahren kann. Transportgamaschen, Steigermaschen, Lederhalfter, weiteres Deckenzubehör, so Halsteile und so ein Kram. Dann kommen wir hier zu so Turnierdecken und eben Transportdecken. Das ist hier meine Lieblings-Iconic-Wolldecke. Dann haben wir hier noch Thermatex-Decken von Iconic. Die Wolldecken. Hier werde ich dann meine Nierendecken und so stapeln. Da unten in der Kiste. Ich kann auch mal eine rausziehen. Dann seht ihr, wie einfach das ist. Hier werde ich meine Walking-Decken drin sammeln. Aktuell sind natürlich viele Decken noch in der Wäscherei oder noch im Stall. Aber das ist schon mal echt übersichtlich. Und ich bin so glücklich, weil ich habe das alles auf dem Boden immer gestapelt in so Tüten und den Überblick verloren. Wenn ich irgendwas gesucht habe, musste ich alles rauskramen. Und das ist jetzt damit auf jeden Fall Geschichte. Meine Sättel müssen jetzt nicht mehr auf der Stuhllehne liegen. Ich habe immer so zwei Stühle mit dem Rücken aneinander gestellt und dann den Sattel oben drauf. Hier habe ich jetzt zwei Halter. Das ist ja noch mein alter Sattel. Hier ist Patricks Sattel, die Stollengurte drüber gelegt. Der Turnierrucksack, der hoffentlich bald wieder zum Einsatz kommen kann. Den konnten wir erst einmal mitnehmen, aber der hat einen guten Platz bekommen. Hier in der Ecke kann ich dann auch noch Stalldecken aufstapeln. Und dann mein Highlight hier in der Mitte präsent, meine Kollektion. Ich habe aber schon überlegt, dass ich hier immer auf diesem Haken aktuelle Kollektion aufhänge. Dinge, die ich noch nicht geshootet habe und so, dann weiß ich ganz genau, kann immer mal gucken, den Überblick haben, wenn ich mir Ideen mache, wie ich das gerne verpacken möchte, habe ich das alles im Überblick und nicht in einem Karton. So mache ich das sonst. Dinge, die noch nicht geshootet wurden, habe ich in meinem Karton gehabt. Aber ich glaube, das wird so eine Stange, wo ich das mal aufhänge. Damit hier nicht den halben Tag Sonne reinfällt und man am Ende verbleichte Decken oder so hat, haben wir hier so ein ganz einfaches Rollo aufgehangen, damit die Sonne hier so ein bisschen gebrochen wird und nicht ganz reinknallt. Und ich
ich habe erst ein Regal gehabt und am gleichen Tag noch mich entschieden, ich hätte doch gerne ein zweites Regal. Deswegen steht hier auch ein zweites weißes Regal für meine Decken. Hier kommen die ganzen Stalldecken drauf. Auch hier ist, wie gesagt, das meiste noch in der Wäscherei. Ich glaube aber, ich sollte es knapp unterbekommen, wenn ich so ein bisschen ordentlich glatt stapel. Was sehr cool ist, ich hatte das ja vorher alles so wie hier in den Taschen, was viel unordentlicher aussieht. Das ist aber jetzt noch die von Lene. Und für Lene habe ich so extra Boxen gemacht, wo ihre Sachen drin sind. Da ja ihre Größe jetzt sich von den anderen eben abhebt, habe ich die ein bisschen gesondert gelegt. Und selbst für die Vorderzeuge ist jetzt ein richtig toller Platz hier. Ich habe sowas auch immer einfach irgendwo rübergehangen. Aber jetzt kann ich das alles akkurat weghängen. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, was es für ein Gefühl ist, wenn man sich sonst immer durch solche Berge gewühlt hat. Und jetzt weiß, es hat alles einen festen Platz. Und vor allen Dingen, wenn ich von Patrick wollte, dass er mir was mitbringt, irgendwas aus meinem Pferdezimmer mitbringt, dann habe ich immer versucht, ihm das zu erklären und nach der Hälfte habe ich gesagt, ach, weißt du was, egal, bringe ich morgen mit. Weil ich ihm das immer nicht erklären konnte, weil es einfach in irgendwelchen Bergen und Tüten und Kisten versteckt war. Und das war so der erste Raum und dann kann ich euch den zweiten Raum zeigen, womit es ja eigentlich also ganz am Anfang mal angefangen hat. Ich hatte ja erst nur den einen Raum genutzt für meine Sachen und habe dann mich so ganz langsam immer mehr hier in diesen Raum vorbewegt. Und da kann ich euch mal zeigen, wie es da jetzt aussieht, denn auch da habe ich viele neue Stauflächen. Jetzt stehen wir hier in meinem ersten, also in meinem Pferdezimmer 1.0 quasi. Und ich werde euch, wenn ich es finde, jetzt noch einmal kurz Aufnahmen einblenden, wie es hier mal ursprünglich aussah. Wenn nicht, geht es jetzt hier so normal weiter. Schabracken immer noch aufgehangen, weil ich das einfach super übersichtlich finde und wenn man eine einzelne Schabracke haben möchte und hat halt so einen Stapel, dann ist es halt super schwierig, das alles ordentlich zu halten. Deswegen habe ich hier meine bunten Schabracken aufgehangen. Ich habe mir im anderen Raum ja gezeigt, dass ich da auch so einen Stapel mit schlichten Schabracken noch hatte, aber die ausgefallenen Schabracken, die ich auch gerne regelmäßig benutze, hängen jetzt hier an diesem Haken. Ich habe gleich noch einen, den zeige ich euch dann aber näher. Dann habe ich nach wie vor hier mein schönes Regal. Und das Ganze aber so ein bisschen, hier standen ja immer meine Pflegeprodukte drauf. Das habe ich jetzt so gemacht, dass die ja drüben sind und ich hier Kisten für meine guten Gamaschen habe. Also hier sind Turniergamaschen, Shootinggamaschen drin. Hier habe ich Hufglocken drin. Da unten sind auch noch Gamaschen drin. Dann habe ich hier solche ganz normalen Hartschalengamaschen drin. Und hier fängt es auch schon mit Lenes Kram an. So kann ich das echt super alles unterbringen und auch nicht zu vollstopfen, sodass man überall rankommt. Meinen zweiten Schabrackenhalter hatte ich ja auch immer so längs an der Wand. Den habe ich jetzt aber so quer in den Raum gestellt. War auch die Idee von meinem Bruder. Also da muss ich aber sagen, ich hatte wirklich sehr viel Unterstützung hier bei diesem Projekt. Und so habe ich noch ein bisschen mehr Platz, weil ich nämlich zu diesem Halter ja auch ein neues Regal hier drin habe. Aber ich habe auch an dieser Wand, eigentlich kam das deswegen, weil ich für dieses Regal eine Fläche brauchte an der Wand. Und dann hat sich eigentlich nur dieser Platz angeboten. Meine Fliegenmützen haben sich immer in so einem Regal, was ich gleich noch zeige, gestapelt und dann habe ich da auch den Überblick verloren. Jetzt habe ich das so gemacht, ich habe hier eine Kiste mit den ganzen Fliegenohren, die zu meinen normalen Schabracken passen. Hier unten sind dann noch Turniermützchen und die kleine Dose ist auch für die kleinen Mützchen von Lene. Das Ganze habe ich hier eingeordnet. Hier ist mein Eimer für meine Turnierpflegesachen. Die sind sonst immer im Schrank. Das haben wir jetzt einmal rausgeräumt und hier in diesen Eimer zusammengepackt, weil sonst, wenn es draußen jetzt so kalt wird, dann gehen die Pflegeprodukte kaputt.
auch in meinen Schubladen noch ein paar Dinge, die neu sind, die ich noch mal mit in Stall nehmen muss. Unter anderem solche coolen Sporenriemen von Iconic in Braun und Schwarz. Und ganz neu bei mir eingetroffen, habe ich auch schon getestet, sind Bandagierunterlagen von Rider's Choice. Und die sind wirklich besonders, denn sie sind mit einem sehr nachhaltigen Gedanken. Und ich habe hier das Bambusmodell. Außen ist recyceltes Polyester und innen haben wir einen Viskose aus Bambuszellstoff. Und ich finde die Idee super, dass Rider's Choice sich darüber Gedanken macht, nachhaltiger zu werden. Die sind auch richtig cool verpackt, denn eigentlich fast gar nicht. Hier ist nur so eine Papierbanderole drum, weil so ein paar Informationen müssen ja draufstehen. Aber sie sind der Meinung, dass solche Bandagierunterlagen Gebrauchsgegenstand sind, also verwendet werden und keine aufwendige Verpackung wie eine Tasche brauchen, wo man die wieder reinpackt. Finde ich cool, unterstütze ich absolut. Das soll auch nur der Anfang sein, deswegen ist auch der Slogan Rider's Choice Goes Green, It's Just the Beginning. Und ich finde das sehr cool, unterstützt das. Ich kann euch auch einmal einblenden, gleich so ein paar Infos, auch wie der Prozess ist mit diesem recycelten Polyester und zeige euch die Bandagierunterlagen einfach nochmal am Pferd. Ich habe euch noch weitere Informationen und einen Link unten in die Infobox gepackt. Und dieses Regal, das kennt ihr ja schon, da stand auch vorher hier schon. Und da haben sich immer meine Fliegenmützen hier oben so rausgedrückt, weil es einfach zu viele waren. Hier habe ich jetzt wirklich ein bisschen Übersicht. Hier ist noch ein bisschen was von meinen Sätteln und noch Verschlüsse. Ich habe tatsächlich noch ein freies Fach. Es gibt mehrere freie Kisten hier noch. Dann habe ich hier meine Stricke alle höchst ordentlich. Und hier unten ist dann nochmal so ein Verbandsmaterial. Aber das ist eigentlich ganz spektakulär, weil da hat sich ja kaum was getan. Viel cooler ist, dass ich auch hier jetzt noch ein Regal habe. Ich habe es leider nicht mehr geschafft, das Weiß zu streichen, weil dieser Lack, den ich hatte, so lange brauchte zum Trocknen und ich konnte es nicht mehr abwarten. Ich wollte jetzt nicht nochmal 4 Tage warten, bis ich hier einräumen kann. Ich bekomme hier wesentlich mehr Abschutzdecken unter, als wenn ich die aufhänge. Vorher hatte ich hier auch was zum Aufhängen. Es war aber einfach nicht so praktisch. Bei den Schabracken ist das echt super, bei den Abschutzdecken kriege ich nicht so viel unter. Ein Haken habe ich aber noch, da drehen wir jetzt einmal die Kamera, da zeige ich euch, wie die bunten Abschutzdecken noch aufbewahrt sind. Ich habe den Platz jetzt hier wirklich gut ausgenutzt, deswegen ist es auch ein bisschen eng. Hier hängen jetzt meine bunten Abschutzdecken und auch da sind viele jetzt in der Wäsche, weil wir ja aktuell viel Abschutzdecken benutzen noch. Gott sei Dank ist bald vorbei. Und hier habe ich jetzt auch für meine schlanken Gurte, meine schmalen Gurte, eine gute Aufbewahrung gefunden. Die Stollengurte liegen ja beim Sattel, aber hier habe ich alle weiteren Gurte aufgehangen, habe hier auch noch einen neuen Fellgurt, weil die sind echt toll fürs Training, kann ich euch absolut empfehlen. Und dann hier in der Ecke ist das dann auch ein bisschen versteckt, obwohl man es nicht verstecken müsste. Ich habe jetzt hier wirklich überall Ordnung. Da werde ich einmal die Kamera selber in die Hand nehmen, weil da ist nicht so viel Platz und dann gucken wir mal, dass wir euch das hier vernünftig zeigen können. Wie gesagt, wir haben jetzt nicht ganz so viel Licht, aber es müsste eigentlich so gehen. Ich habe hier in den Kisten Fliegendecken und Abschutzdecken mit Halsteil. Abschutzdecken, die ich aus persönlichen Gründen aufbewahren möchte, aber nicht mehr verwende. Und hier habe ich jetzt noch Wellnessprodukte. Das ist zum Beispiel auch so ein Wellnessprodukt. Das war dieser Beinkühler, dieser Leckkühler. Weidehalfter, aber auch sehr ordentlich alles hier zusammengepackt. Und meine ganzen Fellhalfter. Dann habe ich hier noch ein paar Deckel. Also wirklich alles schön in Kisten verstaut. Das sind Turnierfliegendecken und hier habe ich noch so Boxenvorhänge, also diese Stable Guards und hier ist noch Leder Einzelzeug drin, aber mit Übersicht. Also da sind halt Zügel drin, Nasenriemen und so und nicht mehr 1000 Trensen Einzelteile. Und das passt halt einfach sehr, sehr gut in die Nische und sieht super ordentlich aus. Ihr merkt, ich bin sehr happy über meine Ordnung.
damit sind wir auch am Ende vom Video. Ich bin, ja, wie gesagt, überglücklich, das jetzt hier fertig zu haben. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Mir hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, euch bei diesem Projekt mitzunehmen. Und dann sehen wir uns hoffentlich ganz bald beim nächsten Video wieder. Bis dann. Tschüss.